Nachhaltigkeit ist kein eindeutiger Begriff. Und nächste These, Nachhaltigkeit wird teuer, wenn es individuell wird. Wir hatten in unserer Testreihe den Fall. Also da ging es darum, dass ein Tester sehr an dem Thema Tierschutz interessiert war. Also eine sehr spezifische, sehr individuelle Vorstellung von Nachhaltigkeit. Und Herr Vielhaber, wie sind die Banken damit umgegangen? Also Sie haben, es wurde ja teuer. Also zunächst mal hat man schon dadurch die Vorgabe gemacht oder die Einschränkung gegeben, dass man gesagt hat, man muss ein bestimmtes Anlagevolumen mitbringen, damit die Bank überhaupt bereit ist, nach diesem Kriterium Anlagen auszuwählen und die auch dann, also das Portfolio danach auszurichten. In dem Falle waren es in der Regel 5 Millionen Euro, die man, und die bringt jetzt nicht gleich jeder Privatanleger mit und kann die dann auch zur Anlage der Bank geben. Insofern ist da schon mal eine einschränkende Bemerkung zu machen, ob es teurer wird. Oftmals auch, ja, weil man dann bei der Gebühr noch ein bisschen was oben drauflegen muss. Es bedeutet ja in der Regel für ein solches Haus einen steigenden Rechercheaufwand. Ich kann meistens, also zumindest bei so einem spezifischen Thema, nicht unbedingt mit den klassischen Ratingagenturen arbeiten. Die liefern mir dafür nicht die Vorgaben, die Portfolios oder die Anlageprodukte auf dem Silbertablett. Das heißt, ich habe einen ganz anderen, intensiveren Auswahlprozess. Und wenn ich den habe, dann lässt sich das der Vermögensmanager in der Regel auch in irgendeiner Form bezahlen. Also nachhaltiges Anlegen kostet Zeit und Geld. Je individueller, umso teurer. Das halten wir fest. Wie überall. Wie überall. Wenn ich mir ein Auto mit Sonderausstattung kaufe, zahle ich auch mehr. Ja. Das ist eine Art ökonomische Komponente. Aufwand ist sozusagen an irgendeiner Stelle ja zu vergüten am Ende des Tages. Und wenn es der persönliche Wunsch ist, ein ganz spezielles, kleines Thema ganz besonders zu fördern und ich brauche Spezialisten, die mir das genau aufbereiten, ja, dann muss ich aber auch bereit sein, dafür diese Dienstleistung zu bezahlen, wie überall. Diese Dienstleistung liegt bei vielen Banken ja in den externen Händen der Ratingagenturen. Ja, kann man sagen, dass Nachhaltigkeit eigentlich ein Thema oder dass die Macht bei den Ratingagenturen liegt und ausgeübt wird? Herr Güldner? Macht klingt immer ganz schlimm. Und die Ratingagenturen haben in den letzten Jahren, das klingt so totalitär. Und, also die Ratingagenturen haben erstmal tolle Arbeit in den letzten Jahren geleistet und haben auch tolle Entwicklungsschritte dargelegt, sich Märkte erschlossen von Europa, USA, jetzt in die Emerging Markets sind sie gegangen. Natürlich denkt man, dass die Ratingagenturen bestimmen, wonach es geht, aber es gibt auch Organisationen, es gibt Interessenverbände, es gibt Staaten, die dieses Thema vorantreiben. Die Ratingagenturen sind am Ende dabei da, in einem unabhängigen Prüfprozess sozusagen diese ganzen Wünsche umzusetzen, ja, und in einem Score darzulegen, dass man das messen kann. Wir Deutschen, wir lieben ja unsere Siegel. Also wenn wir einkaufen gehen, das Bio-Siegel. Wie verhält es sich bei den Ratingagenturen? Wir sind ja gerade in einem großen Umbruch der Zentralisierung und relativ einheitlichen Standardisierung, auch im Ratingbereich Nachhaltigkeit. Dort werden wir das ein oder andere Punktesystem dann sehen, wie wir es vielleicht im klassischen Bereich kennen. Es gibt aber auch Organisationen wie das Forum Nachhaltiger Geldanlagen mit dem FNG-Siegel, was durchaus in seiner Entwicklung gezeigt hat, dass es allgemein akzeptiert wird als Qualitätssiegel. Gut, ich meine, vom Bio-Bereich wissen wir, auch da gibt es etliches, also da, wo Bio draufsteht, muss nicht unbedingt Bio drin sein. Wie ist es bei den Ratingagenturen? Lädt es nicht auch zum Missbrauch ein, also Nachhaltigkeit als ein Riesentäuschungsmanöver, Herr Vielhaber? Ja, es,
Der Begriff des Greenwashing ist ja, denke ich, bekannt. Das heißt, dass man vorgibt, etwas zu tun, was man dann nicht tatsächlich nicht in die Tat umsetzt. Und ich glaube, eine ganze Weile gab es auch eine Reihe von Unternehmen, die nach außen glänzen wollten, indem sie in ihre Geschäftsberichte dann ihre Nachhaltigkeitskomponente geschrieben haben. Wenn man dann genauer hingeschaut hat, hat man sie nicht so deutlich gefunden. Aber man muss dazu sagen, je mehr das Thema ins Bewusstsein dringt und je mehr hier auch nachgeforscht wird, und das passiert gerade, desto stärker geraten natürlich auch die Unternehmen unter Transparenzdruck und müssen das dann auch tatsächlich beweisen und zeigen. Also ich glaube, die Gefahr dieses Greenwashing nimmt im Trend deutlich ab und die Unternehmen können sich das eigentlich gar nicht mehr leisten, weil dann, sobald das rauskommt, haben sie halt ihr Reputationsrisiko, über das wir auch schon gesprochen haben. Und das mag natürlich auch keiner so richtig eingehen, weil es dauert sehr, sehr lange, einen schlechten Ruf wiederherzustellen. Also ich will jetzt gar nicht von Siemens und diesen ganzen Compliance-Themen in den Nullerjahren reden. Da gab es ja für Siemens eine wirklich ganz, ganz schwierige Phase. Und bis das dann wieder gerade gebogen war, das hat ja wirklich viele, viele Jahre gedauert. Oder nehmen wir VW. Ja, also VW hat Milliarden vernichtet, auch Milliarden Kapitalanlagegelder. VW war mal relativ gut geratet bis zu dem Skandal und hat dann eigentlich viele Gelder vernichtet, die eigentlich langfristig angelegt werden sollten. Und Ratingagenturen können damit helfen, aber auch Organisationen, unabhängige Organisationen, diese Lücken aufzudecken. Aber man muss auch, glaube ich, sagen, hat das eine Ratingagentur gesehen? Ich glaube nicht, ne? Doch. Ja. Es gab bei Ratingagenturen dort Gefahrensignale. Okay. Also die wir nutzen, hatte VW an der Stelle schon unter Gefahr. Aber das setzt ja voraus, dass sich die Ratingagentur nicht nur auf den ausgefüllten Fragebogen verlässt, sondern möglicherweise auf Informanten zurückgreift oder sogar das Gespräch vor Ort sucht und sich mit Mitarbeitern oder dem Management unterhält. Wie arbeiten Ratingagenturen? Also ist da Verlass oder anders gefragt, muss es nicht ähnlich, wie es sozusagen den Wirtschaftsprüfer geben, dann auch jemanden geben, der das Thema Nachhaltigkeit dann controlt im Betrieb? Wie sehen Sie das, Herr Vielhaber? Ich würde sagen, vom Grundsatz her wäre das der richtige Ansatz. Ich glaube nicht, dass die Ratingagenturen allwissend sind. Und es ist auch, glaube ich, schon da wieder ein Kompromiss drin, eben zu versuchen, über einen Fragebogen die Fragestellung zu lösen. Also ohne dann, ich meine, hier im europäischen Raum bin ich relativ nah dran an den Unternehmen. Gucken wir in den asiatischen Raum, wo sowas wie das Thema Kinderarbeit durchaus auch an der Tagesordnung ist. Da bin ich dann schon viel weiter weg als Europäer. Und hier, wo besonders genau hingeguckt wird, fällt es auf, da geht es möglicherweise unter. Und da ist natürlich dann auch ein Unternehmen oder ein Betriebsteil viel eher in der Lage und auch dazu geneigt, hier Dinge zu machen, die vielleicht nicht so ganz nachhaltig dann sind oder diesem Begriff entsprechen. Und von daher, und die Ratingagenturen, wenn sie nicht vor Ort sind und da reinschauen, dann können sie natürlich auch an dem Punkt das Problem nicht wirklich lösen. Und meines Erachtens zeigt auch jetzt diese Thematik, die Politik aufgebracht hat, nämlich dass die Unternehmen für ihre Lieferketten gerade stehen sollen, dass sie eben schauen sollen, mit wem arbeite ich zusammen und wie macht der seinen Job, zeigt mir, dass das offensichtlich allein über die Nachhaltigkeitsthematik, über diese Ratings ein allgemein gesellschaftliches Thema ist, was darüber nicht ausreichend gelöst werden kann. Sonst wären solche Gesetzgebungen nicht nötig. Ja. Also ich finde es immer sehr wichtig, es sind mehrere komplexe Bausteine, die hier wirken. Einmal natürlich eine langfristig kalkulierbare Ordnungspolitik, staatliche Ordnungspolitik, dass man sich an bestimmten Kriterien orientieren kann. Dann Ratingagenturen, die einen transparenten Prozess haben. Natürlich machen die viel EDV-gestützt und Fragebogen-gestützt. Sie gehen aber auch stichprobenartig. Da kann man drüber streiten natürlich, wie viele Stichproben sind nötig.
in die Unternehmen. Und dann gibt es noch unabhängige Quellen. Und das Internet mittlerweile und Grassroots-Bewegungen ermöglichen natürlich einen Informationsfluss, den moderne IT durchaus auszuwerten mag. Ja. Und Non-Profit-Organisationen liefern auch ihre Informationen. Und das ist eine riesen Datenauswertungsmöglichkeit, die Ratingagenturen hier zur Verfügung stehen. Das nutzen sie. Natürlich geht der Prozess immer weiter. Und wenn wir jetzt zurückspringen würden vor 10 Jahren, da standen wir noch gar nicht, wo wir heute sind. Und mich freut es, dass es einen dynamischen Prozess gibt. Und in 10 Jahren können wir uns gerne wieder treffen. Und dann werden wir ganz erfreut sein, dass wir vielleicht gar nicht mehr zwischen klassischen Investments und nachhaltigen reden, sondern nur noch, in welchem Grad setzen wir nachhaltiges Investment um. Diesen Prozess muss man einfach allen geben.